Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Bridge Crew. Mit dem Kater immer noch und mir. Und wir haben uns entschieden, wir machen Mission Nummer 3. Und schauen einfach mal, ob wir hier besser abschneiden als in der Next-Gen-Mission. Obwohl ich die mit dem Borg-Cube gerne mal probieren würde, aber mal gucken. Ach, das war doch super, das war super. Ach, ist eine Mod, okay. Ist eine Mod, verstehe. Weiß gar nicht, was du hast, das war super. Ja, der, ne, als der Borg-Cube reinkam, da wurde die Mission auf jeden Fall viel besser für uns. Ja, ja. Nicht für die Borg, nicht nein, für uns. Nee, gar nicht. Computerlogbuch, Sternzeit 2258,206. Es ist nun klar, dass der Graben aufgrund seiner Gefahren für eine so fragile Population wie die Vulkanier ungeeignet ist. Die Föderation wird anderswo eine Heimstatt für sie finden müssen. Nach unserem Kampf mit den Klingonenschiffen lautet unser neuer Auftrag herauszufinden, was das Klingonenimperium vorhat. Wir haben signifikante Klingonenaktivitäten tief im Graben erfasst. Wir gehen alleine vor, um mehr herauszufinden. Was auch immer dieser Graben ist, ich habe da keine Ahnung, wie es in diesem Universum aussieht. Ah, oh, ja, sobald das hier kenne ich eher. Wenn wir im System sind, müssen wir vorsichtig sein. Laut meinen Daten haben die Klingonen dort ein Netzwerk aus Sensoren errichtet. Oh, toll. Ich fürchte, Carter, du wirst Helm übernehmen müssen, weil das schafft Rau ganz bestimmt nicht. Der komische Kerl. Stellare Energiephalanx. Können wir die mal scannen? Ja, dabei. Sehr gut. Würde mich interessieren. Ich sende neue Daten auf Ihre Konsole. Das ist ein Energiearray. Eine Phalanx, die Sternlicht einfängt und in nutzbare Energie umwandelt. Mhm. Also einfach ein Solarzellenpack. Super geil. Danke für die Info. Wir müssen nach Arna. Okay, Warp vorbereiten. Initialisiere Warp-Protokolle. Passe die Energie an. Warp-Kurs steht fest. Gehe in Warp-Position. Dann schauen wir mal, was uns dort erwartet, oder? Oh, ich dachte, die hätten erklärt, was der Graben ist. Warp-Vektor ausgerichtet. Kurs steht. Ich meine nicht, Energie. Wenn, dann habe ich es vergessen. Habe ich es nicht mitbekommen, Retro-Fan. Schauen wir mal. Hier sieht's geil aus. Damn, Leute. Das hätte was von Homeworld gerade. Was ist denn das? Sternschiffe, Leutnant. Oder ihre Überreste. Aber das ist aber ein riesiges woher? Schiff. Woher? Unbekannt. Aussehen und Material passen zu keiner bekannten Quelle. Wer hat die wohl gebaut? Mir macht mehr Sorgen, wer sie zerstört hat. Schilde gehoben? Ja, ich mach die mal vorsichtig hoch. Das war aber nicht mein Befehl. Wir sind hier völlig sicher, ganz bestimmt. Mhm. Sie können das meiner Kompetenz als Captain überlassen, wann Kompetenz. Die Schilde hoch. Wow. Ich rieche eine Meuterei. Ensign Rao, schmeißen Sie Ensign Carter aus der Luftschleuse. Dankeschön. Nee, ich geh nicht in die Brig. Bitte die Anomalie scannen. Hast du nicht gewusst? Ich war vorher beim Marquis. Die Partikelsensoren reagieren, auch. Captain. Möglicherweise sind getarnte Schiffe in der Gegend. Oh Gott, und hier können wir keine Tarnung. Hier können wir keine Tarnjagd machen. Auf neue Koordinaten. Wir erscheinen auf ihren Sensoren. Feindschiff Schild näher. Hoch. Die Schilde sind bereits oben. Sehr gut. Bird of Prey Speer. Oh oh. Können wir sie nicht rufen? Ruft sie! Sagt ihnen, wir sind cool! Sehen sie wahrscheinlich anders. Bestätigt. Ah, das sehen die ganz Energie anders. Für Schildemitter. Okay, feuerfrei. Aus allen Rohren. Ich übertrage die Analyse auf ihre Konsole, Captain. Ah, schön, dieser Strahl. Völlig sicher, Spiel reagiert auf die Stimmeingabe und lässt drei Borg-Cubes erscheinen. Das wäre geil, Waschbärmampfkuchen. Ja, auf jeden Fall in Subordination, Retro-Fan. Ich fürchte, dafür werden wir Ensign Carter rausschmeißen müssen. Klingonensensor haben wir hier. Sehr interessant. Bei nächster Gelegenheit bitte scannen, Ensign Carter. Schilde, 50%. Oh, wir brauchen mehr Energie auf die Schilde. Ich empfange lokalisierte Signale, Captain. Sie passen zu einem Klingonensensornetzwerkknoten. Falls es uns gelingt, auf einen Knoten zuzugreifen, können wir vielleicht einen Override durchführen. Der Klingone ist immer noch da. Unentdeckt im System ja, die wollen abhauen. Bitte zerstören. Ja, ich versuche es.
Torpedos, volle Streuung. Ja. Torpedos, Arme. Nutzen Sie Tarnung, um vom Klingonensensor nicht erfasst zu werden. Wir haben keine Tarnung. Doch, wenn die Schilde unten sind. Ja, Ziel zerstört. Sehr gut, Ziel zerstört. Schilde bitte runter. Tarnantrieb. Neuen Kurs. Und wir müssen am Sensornetzwerk vorbei. Ja, halten Sie auf die Trümmer zu, I guess. Anomalien sind alle harmlos? Ihre Konsole wird aktualisiert. Ja, sollen wir durch die Scanner durchfliegen? Wir sollen die Sensoren scannen, okay. Ungültiges Ziel, willst du mich verarschen? Wir sind out of range. Ja, ich meine, folgen da analysieren, so. Das war ungültiges Ziel. Entdeckung vermeiden. Ja, wäre die Schilde mal nicht oben gewesen. Ich hatte Tarnantrieb nämlich an. Also da haben wir schon was verkackt von unseren Zielen. Sehr gut. Erreichen die Anomalie. Carter, das geht auf Ihre Kappe. Oh, wow. Kannst mich aber aufs Kriegsgericht stellen, dann Schiff alleine fliegen. Ich habe noch Ensign Rao, ich habe Lieutenant sonst was. Ich weiß nicht, wie die Trolle heißt. Ich hab's auch mega drauf, vor allem Rao. Lieutenant Tenar. Wir haben genug Leute. Wir haben hier noch ein paar eager young Officers, die hier Spaß haben wollen. Alem Rao. Das ist der wichtigste. Bestätigt. Priorisiere Energie für Antriebe. Fliege zu neuen Koordinaten. Bleiben an ihnen dran. Es wird Zeit, dass wir die scannen. Wir haben noch 2 Minuten bis zur nächsten Patrouille. Ja, I know. Jetzt. Wir haben gerade das Sensornetzwerk ausgelöst. Yep. Die Klingonen sind sicherlich schon unterwegs. Wie sollen wir den Scheiß denn bitte scannen? Neue Koordinaten festgelegt. Ich scanne. Fliegen aus der Anomalie. Ja, aber wir haben das Sensornetzwerk ausgelöst in dem Moment, in dem wir da waren. In dem wir in der Reichweite waren zum Scannen. Die Sensoren zeigen Wellenformen, die zu Tarnaktivitäten passen. Ich sende neue Daten auf Ihre Konsole, Captain. Feindliches Schiff im Anflug. Ja, there it is. Sie wissen, dass wir da sind. Feuer frei. Schilde hoch. Folgen. Das sollte vorerst verhindern, dass uns das Sensornetzwerk erfasst. Bitte die Waffen blockieren. Wir haben keine Schilde oben. Netzwerkknoten im gesamten System. Dankeschön. Je mehr wir unterbrechen können, desto mehr Zeit gewinnen wir. Bestätigt. Reparaturcrews. Ich aktualisiere die Karten unseres Einsatzgebietes. Aber es ist schon geil, Leute. Es ist schon geil. Gute Nacht, Shiro. Schön, dass du da warst. Noch die. Warpkern repariert. Alle Reparaturen abgeschlossen. Wiederhergestellt. Und wir sollten ein altes Schiff untersuchen, Wrack untersuchen, Friedhof untersuchen. Keine Torpedos mehr einsetzen, wenn nicht notwendig. Wenn nicht außer Reichweite. Die reiben uns auf. Die werden uns aufreiben mit der Zeit. Fliegen in die Anomalie. Wenn ich wüsste, wo die ganzen Wracks sind. Ah, Impuls, okay. Ups. Verlassen die Anomalie. Schildstärke bei 50%. Wie sehen die Gegner aus? 97% Höhlenintegrität, 0% Schilde. Okay. Wir fangen schon ab. Erhöhe Energie für Impulsantriebe. Bereite Impulskraft. Feuern so lange möglich. Wir betreten die Anomalie. Sonst ignorieren. Captain, feindliche Verstärkung ist unterwegs. Eben genau deswegen. Oh Gott. Wieso noch mehr? Werden beschossen. Schilde, 25%. Ja. Ja, go, 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 go. Aber irgendwie ist das Game schon geil, ne? Ist schon geil. So, wir fliegen zum Totenackern, sollen ein... Oh, was? Jetzt bist du in diesem Patrouille? Ach so, weil... Ja, okay, ist nicht mehr im Planetenorbit. Wir werden jetzt beim... Totenacker den Friedhof? Ne, doch, den Friedhof werden wir untersuchen, okay. Die
Die Sensoren erfassen ein starkes Signal von diesem Fall. Oh Gott. Ich erkenne die Signatur nicht. Zwei Klingonen. Neue Koordinaten. Passe den Kurs an. Ja, welche? Aber da müssen wir hin. Zu dem alten Schiff. Sollen wir das alte Schiff scannen? Ja, sollen wir. Die Anomalie ist harmlos. Entdeckung vermeiden. Das von dem alten Schiff stehende Signal, stammende Signal scannen. Ja, wie können wir uns nähern? Die Anomalie ist harmlos. Beschützt die uns? Konsole, Captain. Ich weiß es nicht. Steht nur dort harmlos. Ich weiß nicht, ob die auch obscured. Wir fliegen wir mal rein. Ei. Das ist die falsche. Rau. Ei, verstanden. Beide harmlos. Ja, aber die ist näher dran an denen. Ändere Richtung für neue Koordinaten. Wieso ist das neue Koordinaten? Ach so, weil wir dann... praktisch nicht mehr fliegen dürfen. Ich hoffe mal, dass wir bei ein Viertel Impuls voraus... nicht so schnell entdeckt werden können, weil unsere Signatur schwächer ist. Ja, schau mal, die patrouillieren dort links und rechts von diesem Wrack. Wie nah müssen wir ran? Wir müssen noch 30 Kilometer ran. Wir sind 40 entfernt. Ich hoffe, dass uns die Anomalie schützen wird. Versuch es wert. Es wäre gut, wenn wir die Entdeckung vermeiden könnten. Weißt du, jetzt noch Klingonenpatrouille. Es sind drei Schiffe dann hier, ne? In 2 Minuten. Weißt du was? Wir haben keine Zeit. Ei, ei, Captain. Ich bringe Sie zum Stillstand. Ja, danke, Spiel. Geschwindigkeit, volle Kraft voraus. 39 Kilometer. Erreichen die Anomalie. Aber das Problem ist, dass wir selbst in der Anomalie nicht wirklich weiter rankommen als, 30 Kilometer. Ja, aber ich will zumindest die Anomalie streifen. Wir haben nur noch 1 Minute 30, dann ist das nächste Schiff hier. Also wir müssen vorher hier raus. Ich hoffe, die Schilde sind wieder voll dabei. Ja, aber sie sind unten aktuell, damit die uns, wie gesagt... Ja, ist in Ordnung. Okay. 31 Kilometer. Hi, Captain. Schub auf 0. Ja, ändere Kurs für neue Koordinaten. Okay, Signatur wird verringert. Ja, ich scanne. Oh, aber der Scan dauert ewig. Wir sind auch ziemlich weit hinten. Hi. Also wir sind ziemlich weit draußen, deswegen dauert das gerne noch länger. Ich habe trotzdem vollen Rückschub gegeben. Setze Kurs auf neue Koordinaten. Okay, passt. Dann wir noch ein bisschen zurückkommen und hoffentlich nicht entdeckt werden. Wie lange dauert die nächste Patrouille? 30 Sekunden. Wir müssen bis dahin hier raus sein. Der Scan dauert noch mindestens 1 Minute. What? Eher länger. Wie kann ich den Scan boosten? Du kannst, ich glaube, das geht auch mit mehr Power auf die Waffen. Fuck. Okay, volle Power auf die Alles Phaser. Klar. Energie für Phaser hat Vorrang. Schilde hoch. Schilde hoch. Schilde sind nicht oben. Au. Ja, aber jetzt gleich. Feuerausbruch auf Deck 2. Schilde ausgefallen. What? Ja, jetzt Verstärkung ist im Anflug. Und die Verstärkung kommt auch. Ungewöhnliche Sensorechos. Können wir jetzt auch näher ranfliegen, den Scan machen wir. Die Sensoren reagieren, Captain. Möglicherweise sind getarnte Schiffe in der Gegend. Soll ich schießen? Ja. Verlassen die Anomalie. Feindlicher Kontakt entdeckt. Ist gescannt? Nicht. Neuer Feindkontakt. Die Werte deuten Scan darauf hin, dass es noch eine aktive Vorrichtung ich hör kein Scan. Des Schiffes gibt. Nee, Scan ist dran, wir müssen ja. die Daten untersuchen, sobald wir in sicherem Gebiet sind. Ja, okay, dann gehen wir... Dann raus hier. Unsere Schilde sind bei 25%. Ei, verstanden. Reserviere Antriebsenergie für Impuls. Ich fürchte, wir fliegen da gerade voll rein, oder? We're dead. Au. Ow, that hurts. Wir sind auch nur so ein bisschen kaputt. Nur so ein kleines bisschen.
Ei, schicke Reparatur. Wir stehen unter Feuer. Go, please. Wir brauchen unsere Torpedos noch ein bisschen. Bitte sparsam sein. Phaser, voll einsatzbereit. Schildemitter repariert. Wir müssen noch Grabensturm, aber da sind auch Gegner. Antriebe wiederhergestellt. Okay, unsere Antriebe sind immerhin wieder zurück. Hier waren keine Gegner verzeichnet, deswegen bin ich hier hin. Ach ja, das war der erste Ort, okay. Wir müssen noch nach Grabensturm. Und das Wrack untersuchen. Und wir müssen noch zum Totenacker. Ne, Totenacker waren wir doch gerade. Okay. Ah, okay, es gibt mehrere Orte natürlich wieder da drin. Totenacker. Ja, wir müssen noch zum Friedhof. Reisevektor wird berechnet. Ich denke mal, gehen wir zum Friedhof. Hm? Ei, erhöhe Energie für Impulsantriebe. Lege Kurs für Impuls fest. Oh damn, ey. Oh damn. Das hier ist richtig hardcore. Wir haben ganz schön Schaden genommen schon. Das ist nicht gut. Und wir haben ziemlich viele Torpedos verballert. Ja, wir haben nur noch die Hälfte knapp. Das nächste Mal besser nur Phaser-only, außer wir wollen sie wirklich vernichten. Auf ihr Zeichen. Ei, ei. Bin ich gerade schon wieder zum Totenacker? Ja, bin ich. Achso, ja, da war ja noch ein anderes. Da war ja noch ein anderes. Ist okay, passt. Passt. Na, passt. Oh, Mann. Das hier ist... Das, ich schwitze, Leute. Okay. Was sagt die Karte? Ich erfasse die Lokale. Ein ziviles Schiff in der Gegend, Captain. Oh, toll. Bereit machen auf... Ich weiß nicht, was es transportiert, aber es auf Engagement. Fluktuierende Signatur. Die Klingonen überwachen sicher die Sensoren des Transporters. Gehen wir zu nah ran, wissen sie, wo wir sind. Oh, wir sollen nicht angreifen. Bestätigt. Neue Koordinaten festgelegt. Okay. Ich dachte, die wollen das zerstören. Schilde runter! Wir verringern unsere Signatur. Wir müssen die Anomalie links. Ist die Anomalie in Ordnung? Das wäre super, wenn die gegnerische Sensoren stören würde, ne? Aye, aye, Captain. Oh, das kann dauern eine Weile. Ja, ich seh's. Aber aus der Anomalie heraus müssten wir das Schiff scannen können. 40 Kilometer entfernt. Also das. Meinen Daten zufolge wird die Auswirkung der Anomalie gering ausfallen. Ja, und neben uns ist das klingonische Schiff mit aktivierten Schilden. Aber sie greifen dann uns nicht an. Riskieren wir, das Schiff zu beschädigen. Ich aktualisiere ihre Konsole. Wir betreten die Anomalie. Folgen. Wir betreten die Umgebung noch überhaupt nicht. Die Anomalie noch überhaupt nicht. Au. Damn. Was? Wegen bisschen Britzel? Feindliche Verstärkung ist unterwegs. Oh, we are so dead. Formen, die zu Tarnaktivitäten passen. Schilde hoch. Feindliche Verstärkung ist im Anflug. Ja, schnellstmöglich. Captain, bitte scannen. Feindliches Schiff im Anflug. Sie deuten auf die kürzliche Verwendung einer Tarnvorrichtung. Kann man die scannen out of range? Wir sind zu nah. Die Klingonen sind die Schilde nicht oben? Ah, okay. Die Schilde sind oben. Bestätigt. Maximiere Energie für... Sie rufen Hilfe. Verstanden. Reparaturcrews unterwegs. Torpedos voll funktionstüchtig. Oh Gott, das dauert ja ewig. Schilde bei 50%. Es sind zu viele. Schilde, 25%. Ich fürchte, wir sind tot. Kein Ziel gewählt. Kurs wird berechnet. Wir müssen hier raus. Sensoren voll funktionstüchtig. Ei, verstanden. Leite Energie zu Impuls. Wenn wir es scannen können vorher, super. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal hier hin. Oh, wir haben. Scheiße. Wir haben keine Schilde mehr. Wir können nicht mehr raus. Ja, dann hol sie da raus. I don't care. Mach.
Ja, ich kann nichts machen. Er will nicht den Impuls aktivieren. Aus irgendeinem Grund. Warnung. Fliegen in die Anomalie. Gestellt. Bestätigt. Okay, ja, ich würde gerne... Ah, Impuls. Go. Yes! Okay, das war knapp. Wir fliegen übrigens direkt schon wieder in die Todeszone, also... Bereitet euch drauf vor, wir brauchen wieder Schildenergie. Das ist die letzte Missionsziel hier gerade. Ich glaube, es war nicht so klug, hier direkt hinzufliegen, aber... Ich meine, was hilft es uns? Unsere Wundenlenk können wir auch nicht lecken, denn wir haben nichts zu reparieren da. Eine Sonde sollte heraus. Und der Alarm immer noch. Was hier vor sich geht. Oh! Da ist alles voll. Oh oh. Ja, da müssen wir hinfliegen und dann eine Sonde schicken, oder was? Bist bescheuert. Ja, neue Koordinaten. Passe den Kurs an. Alles klar. Schicke Reparaturcrews. Ja, bitte mal reparieren. Sehe ich irgendwo, wie beschädigt die Systeme sind? Nein, das sieht nur Engineering, ne? Ist ein bisschen bescheuert. 4 Minuten haben wir für die nächste Patrouille. Das heißt, wir haben ein klein bisschen Zeit. Ich würde gerne das Ziel sehen. Das ist das Ziel. Ich guck gerade mal Schilde mit, das ist nicht das richtige Ziel. Repair, Phaserbanks, 9 Sekunden Repair. Okay, sehr gut. Ei, Torpedos in Richtung für neue Koordinaten. Okay, Phaserbanks, wir sind 50 Kilometer entfernt. Macht euch darauf bereit, dass wir ziemlich einen auf die Schnauze bekommen werden. Sobald auf uns gefeuert wird, Feuer frei auf alles. Aber wir brauchen unbedingt Schild in dem Moment. Ja, dann warte noch kurz, eine Sekunde. Okay, ja. Ja, Schildemitter ist 100%. Schildemitter wiederhergestellt. Sehr gut. Wie sieht es mit dem Rest aus? Reparaturen vollständig? Warp-Core ist bei 78% ich assign grad. Okay. Ich kann sie nicht analysieren. Was sollen wir denn hier machen? Ei, fliege zu neuen Koordinaten. Sonde. Brauchen eine Sonde. Kannst du das machen? Ja, 10 Sekunden. Warp-Core. Ja, das Dumme ist, wir haben nur ein paar Minuten noch. Ei. Ja, ich weiß. Okay, Warp-Core ist wieder auf 100%. Ei, Captain. Antrieb auf halber Kraft. Ich hoffe, auf halber Kraft erkennen die uns nicht so schnell. Ja, sie fliegen in unseren Phaser-Bereich. Ich glaube, die erkennen uns gleich sehr schnell. Okay, Scanner und Torpedos sind repariert. Sensorphalanx wiederhergestellt. Photonen-Torpedoschächte wiederhergestellt. Oh oh, ich habe das Gefühl, er wird uns... Gegner nähern sich! Feindverstärkung nähert sich! Schilde hoch! Warum sind die Schilde noch nicht oben? Feuer frei! Verstärkung ist unterwegs! Oh mein Gott, wir sind so tot. Reagieren, Captain. Möglicherweise sind getarnte Schiffe in der Gegend. Haben wir die Sonde schon? Nein, ich kann das Ziel noch nicht mal scannen. Ei. Ja, ich weiß auch nicht warum. Weil wir aus der Reichweite. Das mit den Sonden finde ich total bescheuert. Ei, Captain. Volle Kraft voraus. Ja, weil ich nicht verstehe, wie man das macht. Also, was? Das Trümmerfeld erschwert es den Klingonen, uns zu entdecken. Ja, nicht wirklich, danke. Währenddessen werden wir jetzt erfixt. Wir müssen nur eine Sonde ins Trümmerfeld schicken. Schildstärke bei 50%. Ja, wir werden auch gerade ziemlich zerpixelt. Schilde auf 25%. Okay, Probe ist geschossen. Ja, wir bereiten Impuls vor. Daten von der Sonde. Serviere Antriebsenergie für Impuls. Setze Kurs für Impuls. Keine Schilde, oh Gott. Wir können abziehen, die Probe hat Daten. Ja, sobald möglich. Aktivieren, go, Energie. 28%, wir sind nur noch mit ein bisschen Klebeband zusammengehalten hier. Holy shit. Reparaturen auf alles, bitte. Oh mein Gott. Wir sollten aber in einem sicheren Gebiet sein. Ja, bis in 3 Minuten. Wir müssen den Friedhof noch untersuchen, warum? Ja, ich repariere alles klar. Deaktiviere Schilde.
Warum müssen wir den Dings noch untersuchen? Schildemitter wiederhergestellt. Das Transportschiff und den instabilen Protomateriekern zerstören. Scheiße. Das habe ich nicht mitbekommen. Kriegen wir das hin? Ich glaube nicht. Kurz Zeit wird berechnet. Sag mir Bescheid, wann. Ja. Antriebe repariert. Ja, das ist eine gute Sache. Warpkernbruch in 15 Sekunden. Ja. Was haben sie gemacht? Ensign! Oh, ich habe aus Versehen den Warpkernbruch-Knopf gedrückt. Ja. Glaub mir, den gibt's sicher. Oh, scheiße. Wir sind so down. Ja, wenn wir wenigstens reparieren könnten. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, das Schiff zu zerstören, ne? Schon deaktiviere schon den Puls fest. Ich repariere gerade den Warpkern. Really? Oh Gott. Impulskurs bereit. Wir sind jeden Moment bereit, in die Todeszone zu fliegen. Oh Gott, Leute, ey. Das hier ist richtig. Ich hab Stress, ey. Wir haben nur noch 20%. Wir werden das nicht überstehen, Leute. Das ist viel zu viel. Warpkern wiederhergestellt. Was ist unsere Reichweite auf den Torpedos? Ei, ei. Was für eine Reichweite? Ja, die maximale Reichweite. Mit 11 Torpedos könnten wir es schaffen, das Ding zu zerstören, bevor sie uns entdecken. Oder bevor sie zu nah an uns rankommen. Ja, wir haben noch 28% Hülle. Ja, I know. Ich bin leider aware. Torpedo-Steuerungssystem wiederhergestellt. Feindkontakte erfasst. Reisevektor. Haben die uns auch erfasst, ist die Frage. Ziele nähern sich auf Angriffsvektor. Ja, leider haben sie das. Wir sind nicht nah genug dran. Folgen dem Ziel. I don't know, wir müssen es versuchen. Volle Kraft voraus. Ei, verstanden. Gehe auf vollen Schuh. Die hauen ab. Gut. Solange wir das Ding zerstören können, sobald möglich Feuer frei. Jo. Scheißegal warum. Wir müssen das nutzen. Sehr gut. Feuer frei. Schilde oben. Schilde sind oben. Sehr gut. Volle Energie auf die Schilde. Volle Energie für Schilde. Und wir hauen ab, sobald wir können. Unsere Impulssignatur verrät es kommen neue. Feindliche Verstärkung ist im Anflug. Nein, Phaser Range können wir vergessen. Gegner verfolgen uns. Sie müssen unserer Impulssignatur gefolgt sein. Feindverstärkung nähert sich. Können wir? Ist es bald hin? 25% Hülle. Ich glaube, wir können abhauen. Aye, aye, Captain. Warte noch, warte. Energie für Impulsantriebe. Ich will schon mal ausrichten. Ich kann jederzeit dann aktivieren. Oh, das wird wehtun. Au, 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 au. Haben wir's? Auf ihr Zeichen, Captain. Nein, das ist noch nicht zerstört. Warum nicht? Es hat doch nur 25% Hülle gehabt nach den letzten Torpedos. Die müssen doch jetzt einschlagen, ja, das Ding zerstören. Ganz schön lange Travel Time. Jetzt sie ist zerstört. Wir stehen hier unter Beschuss. Ha! Ich Leute! Dass der Materiekern zerstört worden ist. Geil! Geil, Leute! Wir sollten genug Daten haben, Captain. Wir können jederzeit zur Basis zurückkehren. Yes, I will. Wir ziehen hier nämlich alles auf uns gerade. Wir müssen sofort warpen, wenn wir aus dem Dings kommen. Schilde senken, bis neue Feinde auf dem Radar sind. Jo. Okay, damit die sich erholen können. Warp zu Delvin. Ei, ei, sind auf Vektor für Warp. Warpkurs gesetzt. Richte auf Warp-Vektor aus. Wow, Leute! Und mein Lieblingsvolk in Star Trek. Die Romulaner. Ich mag die Romulaner nicht. I don't know. Die Borg? Nein. Maybe. Kurs eingelegt, Captain. Ich find die Trill eigentlich am coolsten. Yes, wir sind so gut! Geil! Boom. Voller Erfolg, Leute. Mega geil. Very nice. Mega geil, Leute. Mega geil. War das super? Das war super. Ich find's unschön, dass ich jetzt... Achso, ich kann die Kamera noch drehen. Ah, da ist unser Schiff.
Warum die Kamera auch immer auf das Schiff ist und dann fliegt das Schiff aber weg. Yes! Oh, da hätte ich aber ein bisschen mehr XP erwartet, ne? Die Mission unentdeckt abschließen, Fehlschlag. Ja, wie soll man die bitte unentdeckt abschließen? Oh, scannen Sie das Schiff. Zerstören Sie das Schiff. Wie willst du da unentdeckt bleiben? Ja, vor allem additional Klingon Sensors Disruptor, das haben wir nicht. Hä? Wir hätten noch mehr klingonische Sensoren disrupten sollen. Ja, okay, vielleicht hätten wir es damit geschafft, unentdeckt zu bleiben. Der ja, du hast recht. Ja, genau. Wir haben 0 von 3. Ja, weil ich zu spät gerallt habe, wie das geht. Ah, toll. Wie ging's denn? Über dieses Disrupting Communications. Ja, dachte ich mir fast, ja. Okay. Scheiße. Aber ja, das hätten wir machen können, Leute. Und dann wären wir vielleicht sogar wirklich nicht entdeckt worden. Aber wir sind ja instant entdeckt worden. Sobald wir in Scan-Reichweite von diesem scheiß Sensor waren, sind wir entdeckt worden. Wie sollen wir das denn bitte machen? Obwohl, vielleicht, wenn wir nur auf Viertelimpuls dahin fliegen oder sowas. Mit die Betasoiden. Ach so, ja klar. Melly mag die Betasoiden am liebsten, ja. Ja, Betasoiden sind auch cool. Betasoiden und Trill finde ich eigentlich beide recht interessant. Aber Trill finde ich... Ich kenne gar nicht so viele Rassen aus, oder Arten, Rassen, was auch immer aus. Ne, eigentlich sind es natürlich Ferengi. Die sind scheiße. Die gehen mir so auf den Sack jedes Mal, wenn die auftauchen, kriege ich es kotzen. Oh, Ferengi sind so scheiße, ey. Ja, 30 Minuten. Ich glaube, wir machen hier nochmal einen Cut. Mal schauen, ob es noch eine andere Mission gibt oder wir was anderes machen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal bei Star Trek Bridge Crew. Bis dann, Leute. Tschüss.